Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Die Wetterumstellung wird in der nächsten Woche kommen. Es deutet sich jetzt in allen Wettermodellen an. Es wird deutlich wärmer werden, im Verlauf der Woche sehr wahrscheinlich sogar heiß. Ich habe mir schon mal die passenden Klamotten angezogen für die kommende Woche. Ja, es werden einige ins Schwitzen kommen, aber wir blicken natürlich zunächst mal auf das Wochenende, bevor wir uns die Wetterumstellung anschauen werden. Ja, sehen wir zunächst mal am Wochenende. Es wird so ein Übergangswochenende werden. Die Regenfälle ziehen sich im Verlauf des Wochenendes immer weiter zunächst Richtung Ostsee und Richtung Polen zurück. Das heißt im Osten, Nordosten, da wird es noch unbeständiger bleiben. Immer mal wieder noch regnen. Am Samstag sind vor allem nach Süden auch noch mal ein paar Gewitter dabei. Ansonsten Sonntag schon insgesamt häufiger trocken, seltener Schauer. Und die Regenfälle so im äußersten Osten nur noch ein paar Schauer und vor allem so Richtung Alpen und in den südlichen Mittelgebirgen. Allmählich drückt dieser Hochkeil für die nächste Woche schon rein. Das heißt, Sonntag macht sich dann besonders im Westen und im Südwesten schon eine Erwärmung breit mit Werten um die 25 Grad. Was tut sich in der neuen Woche? Und zwar schauen wir uns heute mal drei verschiedene Wettermodelle an mit der Höhenwetterkarte. Und wir sehen diesen Hochkeil, der sich vom Mittelmeerraum in richtig tiefem Rot, dieser Hochkeil, weiter Richtung Mitteleuropa schiebt. Dann baut sich ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa auf. Ja, und dann kommt eben aus Südwesten, der Klassiker eigentlich, aus Südwesten von Marokko über Spanien, die Hitze Richtung Mitteleuropa, Richtung Deutschland geweht. Das heißt, Schritt für Schritt wird es nächste Woche aus Südwesten immer wärmer. Und sehr wahrscheinlich im Verlauf dann sogar heiß werden mit Werten relativ verbreitet über 30 Grad. Ja, dazu schauen wir uns natürlich jetzt zwei 14-Tage-Trends ein, frisch eingetroffen. Ja, wir sehen zunächst mal hier für Karlsruhe, für den Südwesten, da geht es im Verlauf der Woche los. Die Werte steigen dann häufiger schon auf um die 30 Grad. Ich weiß, einige Meldungen gab es schon mit 40 Grad. Da will sich natürlich jeder wieder in seiner Clickbait-Meldung übertreffen. Die 40 müssen natürlich immer rausgehauen werden bei jeder Hitze. Ich sag mal nach momentanem Stand im Verlauf der Woche 35 Grad nach den aktuellen Karten durchaus möglich. Aber da wollen wir mal schauen, wie sich das wirklich entwickelt in den nächsten Tagen. Ja, wir blicken noch auf einen weiteren Trend. Karlsruhe also hier für den Südwesten und Westen im Grunde stellvertretend. Schauen wir auf den Norden. Auch Hamburg wird wieder eine Erholung der Temperaturen sozusagen kommen. Im Verlauf der kommenden Woche natürlich noch ein bisschen Bandbreite drin, aber die Hauptlösung geht auch für Hamburg auf 30 Grad oder etwas mehr im Verlauf der nächsten Woche. Also relativ verbreitet. In Deutschland müssen wir uns nächste Woche auf Werte um die 30 Grad einstellen oder auch darüber. Viel Sonnenschein wird es geben, es wird trocken werden, also eine erste Hitzewelle durchaus im Bereich des Möglichen in der kommenden Woche. Da werde ich nicht da sein, denn ich verabschiede mich erstmal bei euch in den Urlaub. Ich bin erstmal zwei Wochen nicht da. Leider keine Videos aus dem Garten in den nächsten zwei Wochen. Ich hoffe, die Hitze hält noch, dann bin ich nämlich direkt aus dem Garten, vielleicht ja, wenn es über 30 Grad gibt, mit dem Pool schon wieder in zwei Wochen da. Ich wünsche euch schöne Wochen. Die Kollegen werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Macht's gut, bis bald und ciao.